Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Jugend auf der Tribüne, unsere Welt ist im Wandel und die Lage ist ernst. Heute ging es bereits um Nachhaltigkeit. Auch deswegen ist es gut, richtig und sinnvoll, über das Staudammprojekt in Tansania zu sprechen. Zeigt es doch beispielhaft auf, welche Veränderung der Mensch mit nur einer Entscheidung auf ein gesamtes Ökosystem haben kann, auf ein System, was die Erde im wahrsten Sinne des Wortes lebenswert macht. Ich möchte beide Anträge nutzen, um den Blick etwas zu erweitern, denn auch unser eigenes Tun hat massive Auswirkungen. Die Zerstörung der Natur, der Umwelt hat bereits schon jetzt gravierende Folgen für uns Menschen. Und da spielt, und das wird Sie jetzt vermutlich wundern, CO2 eine untergeordnete Rolle, auch wenn wir Deutschen das anders sehen mögen. Zur Sache: Die Welt wird geplündert. Ressourcen werden in nie dagewesenem Umfang im Zusammenspiel mit der Bevölkerungsexplosion verbraucht. Jedes Jahr verschwinden weltweit mehr als 5 Millionen Hektar Wald von der Landkarte, eine Fläche so groß wie Niedersachsen. Jahr für Jahr einfach weg. Die Tropenbehölzer des Amazonas oder des Feuchtgebietes in Madagaskar werden von korrupten Politikern an Chinesen verkauft. Wir bauen immer mehr dagegen, oder dafür brauchen wir Sand für Beton, und deswegen wird Sand zu einer begehrten, notwendigen und endlichen Ressource. Sand wird in unseren Meeren, Flüssen und Stränden abgebaut, mit negativem Einfluss auf die Biodiversität. Unsere Meere verkommen im Kunststoff, und Überfischung verändert auch hier den natürlichen Kreislauf. Das Artensterben schreitet immer weiter voran. Durch unseren unbegrenzten Konsumzwang, aber eben auch durch die Bevölkerungsexplosion und die Herausforderung von einer Welt ohne Hunger entstehen große Weideflächen für Rinder und Ackerflächen für Monokulturen wie Soja und Mais. So verändert eben auch die Nutzung von Biogasanlagen die Landwirtschaft. Angebaut wird das, was Geld bringt. Soja, Mais, Palmöl. All das hat Einfluss auf Flora und Fauna. Liebe Grüne, die E-Mobilität, einer der großen ideologischen Lügen der letzten Zeit, wird den Ressourcenabbau weiter beschleunigen. Denn Kupfer, Lithium, Kobalt werden benötigt. Denn E-Mobilität trägt folgenschwere Ressourcenrucksäcke mit sich. Informieren Sie auch die Menschen einmal darüber. Die Gewinnung von Lithium lässt mittlerweile große landwirtschaftliche Flächen von Kleinbauern erodieren. In Deutschland sauber durch die Innenstädte fahren, aber die Erde zerstören. Grüne Politik, ich kann Ihnen sagen, überhaupt nicht unser Humor. Welche Alternative hätte Tansania zu dem geplanten Staudamm? Eine sinnvolle Lösung wäre das oder ein Gasturbinenkraftwerk, wie es unlängst in Ägypten gebaut wurde. Liefert es vor allen Dingen eins, konstanten Strom im Gegensatz zu Wind- und Solarenergie. Aber, werte antragstellenden Fraktionen, Sie reden auch immer gerne von einer Welt ohne Hunger, Zugang für jeden Menschen zur Gesundheit und Energie. Aber wie viel Mensch verträgt die Welt? Und wie wollen Sie das bei 10 Milliarden Menschen hinbekommen? Denn die Welt steht doch bereits jetzt schon am Rande des Machbaren. Und wenn Sie Zugang zur Energie sagen, genau das ist es, was bitte bedeutet das? Wie viel Energie wird im Jahr 2050 von jedem der bis dahin 2,5 Milliarden lebenden Afrikaner verbraucht? Derzeit, genau das ist es, ja, deswegen erklären Sie uns mal, wie das dargestellt wird. Denn derzeit beträgt der Verbrauch an elektrischer Energie pro Kopf in Deutschland pro Jahr pro Kopf 6.700 Kilowattstunden. Ein Afrikaner verbraucht derzeit im Schnitt 100 Kilowattstunden. Das reicht nicht einmal, um einen Kühlschrank zu betreiben. Und deswegen, Herr Röspel, 75% der Afrikaner hat noch nicht mal Zugang zu Strom. Tansania, ich möchte Ihnen nur mal erklären, wenn Sie den Menschen das Zugang wollen, es muss hier auch irgendwo herkommen, auch für Herrn Röspel aus Hagen. Tansania hat ca. 60 Millionen Einwohner und ist fast dreimal so groß wie Deutschland. Wie kommt jetzt der Strom in die Dörfer? Ich kann Ihnen sagen, mit WLAN funktioniert es nicht. Dazu braucht es nämlich sehr viel Kupferleitungen. Und am Rande, Deutschland fehlen selber Tausende von Kilometern Erdkabel für ihre geplante Energiewende. Bald Ihren Ideen wäre eine ressourcenschonende Machbarkeitsanalyse eigentlich mal dringend geboten.
Der Kapitalismus sieht in den neuen Erdenbürgern eigentlich nur eins, Humankapital. Der Verlust der Natur kommt in keiner Kostenrechnung vor. Das Ziel muss es sein, die Menschen, die Regierung und die Großunternehmen in die Selbstverantwortung zu nehmen. Denn nur gemeinsam lässt sich diese Welt retten. Und zu Tansania, als Politiker eines außenständigen Landes oder eines außenstehenden Landes, können wir eigentlich nur den Menschen etwas empfehlen und sie beraten. Deswegen möge dieser Staudamm nur als Beispiel dienen. Der Regenwald in Südamerika und Madagaskar und viele andere Gebiete haben die gleiche Aufmerksamkeit verdient. Verstehen wir endlich eins, die ganze Welt ist ein UNESCO-Weltnaturerbe. Und das kann ich Ihnen sagen, das liegt der AfD besonders am Herzen. Denn vom Mond aus gesehen, liebe Grüne, ist die Erde nicht grün, sondern blau. Vielen Dank. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.